Tag, meine lieben Mitmenschen, und herzlich willkommen am Mittwoch, den 10. Juli. Hier stehe ich im Gärtchen meines Pastorats und wollte Ihnen diese wunderschönen Rosen an der Mauer zeigen und auch das wunderschöne Wetter, denn das ist hier so selten, dass man sich nicht sicher sein kann, ob ich den blauen Himmel noch einmal sehen werde. Und hier zu meinen Füßen das erste Pop-up-Zelt meines Lebens, das ich gerade mit großer Aufregung Probe aufgebaut habe, damit ich mich am Strand nicht lächerlich mache. Ja, jetzt ist es tatsächlich den ganzen Tag schön geblieben und ich kann, wo es Abend wird, meine Aufzeichnung draußen machen im Sonnenschein. Wunderbar. Dann werden Sie sagen, wir haben keinen König mehr, denn wir haben den Herrn nicht gefürchtet, aber auch ein König, was könnte er für uns tun? So hört der Prophet Hosea in einem Gespräch vielleicht mit seinen Prophetenschülern Israel sagen in einer nahen Zukunft. Und das ist der immer wache Impuls, der bei den Propheten besonders lebendig ist, die Skepsis gegen die Herrscher, die Könige, die ihre Völker unterdrücken und Länder nach ihren Namen benennen. Das ist von Anfang an in Israel drin. Der Herr sollte nicht mehr ihr König sein, sondern ein König wie alle anderen wollten sie haben. Und dann ging es ihnen auch wie allen anderen. Heute feiern wir drei heilige Könige aus dem Norden, alle so um die erste Jahrtausendwende. Knut von Dänemark, Erik von Schweden, Olaf von Norwegen. Viele tragen ihre schönen Namen und ich gratuliere zum Beispiel dem Offizial, der Olaf heißt, und dem Knut in Wiesbaden und dem Erik in Dänemark. Und vielen anderen noch und freue mich über sie und wünsche ihnen die Fürsprache ihrer mannhaften und streitbaren Patrone. Alle sind gewaltsam gestorben und alle werden es besser gelernt und gewusst haben, als sie dann im Himmel angekommen sind durch die Gnade Gottes. Olaf von Norwegen war so streng bei der Durchsetzung der Taufe, dass sie ihn vertrieben haben. Beim Versuch, sein Reich wieder zu erobern, ist er gestorben, gefallen, am 29. Juli 1030. Über Erich von Schweden gibt es keine näheren Nachrichten, aber er sei bei einem Kreuzzug gegen die Finnen in Uppsala in Schweden 1160 gefallen. Und Knut schließlich, ein tüchtiger Herrscher in Dänemark, warum man Aufstände gegen ihn gemacht hat, weiß ich nicht, aber am 10. Juli 1086 ist er in der St. Albans Kirche in Odense auf Fünen ermordet worden. Also, auch wenn wir einen König hätten, was könnte er uns nützen? Da hat der Prophet schon recht. Israel war ein üppiger Weinstock, der seine Frucht brachte. Je fruchtbarer er war, desto mehr opferte man auf den Altären. Je schöner sein Land wurde, umso schöner schmückten sie die Steinmale. Ihr Herz ist geteilt, jetzt müssen sie büßen. Der Herr selbst zerschlägt ihre Altäre und zerstört ihre Steinmale. Dann werden sie sagen, wir haben keinen König mehr, denn wir haben den Herrn nicht gefürchtet. Aber auch ein König, was könnte er für uns tun? Samaria wird vernichtet, sein König gleicht einem abgebrochenen Zweig auf dem Wasser. Verwüstet werden die unheilvollen Kulthöhen, diese Sünde Israels. Dornen und Disteln überwuchern ihre Altäre. Dann wird man zu den Bergen sagen, deckt uns zu und zu den Hügeln fallt auf uns. Sät als eure Saat Gerechtigkeit aus, so werdet ihr ernten, wie es der göttlichen Liebe entspricht. Nehmt Neuland unter den Pflug. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, dann wird er kommen und euch mit Heil überschütten. Auch denen, die ins Unheil gerannt sind, wird immer wieder, bei Hosea, aber auch bei anderen, immer wieder das Heil nachgerufen, wenn sie sich doch umkehren würden und sehen, wie nahe dann der Herr ist. Wenn sie Gerechtigkeit säen, dann werden sie die Frucht der Liebe ernten, so heißt es hier wunderschön. Wenn sie aber Wind säen, dann werden sie Sturm ernten, so steht es auch in der Schrift. Gott segne und behüte sie alle.